Ja, willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show. Und wie ich in der letzten Folge versprochen habe, schaue ich einmal auf die Distro in dieser Woche. Und das ist in dieser Woche OpenSUSE geworden. Und zwar die brandaktuelle Version OpenSUSE Leap 42.1. So sieht die KDE Plasma Version von Leap aus. Und das Programm, was ihr gerade eben gesehen habt, ganz kurz eingeblendet, ist die Screencasting-Software, die ich hier installiert habe, die man auch aus den Paketquellen direkt bekommt, nämlich Simple Screen Recorder. Ja, ich habe mir gedacht, für diesen kleinen Überblick über OpenSUSE Leap gehe ich mal ein bisschen anders vor, als alle Programme mal vorzuzeigen, die standardmäßig installiert sind oder die Standard-Desktop-Umgebung euch nochmal zu zeigen, sondern ich möchte euch mal zeigen, was ihr alles so machen müsst oder was ich so persönlich machen würde, wenn ich mir das System einrichten möchte. So, das Erste, was mir nicht gefällt, sind hier diese komischen Widgets. Ich habe im Prinzip nichts gegen die Widgets, aber ich möchte einen Desktop mit Desktop-Icons haben und nicht mit einem Desktop-Widget. Das heißt, das Erste, was ich sehr gerne mache, ist erst einmal hier in die Arbeitsflächeneinstellungen reingehen und dort mir die Ordneransicht auswählen. Klick auf Anwenden und dann seht ihr, habe ich jetzt ein Widget und die Ordneransicht. Das ist natürlich nicht gewollt, deshalb schließe ich hier das Widget. Und hier habe ich dann meinen Papierkorb und den persönlichen Ordner. Sehr nett, dass der Papierkorb mit ausgeliefert wird. Der ist bei anderen Distros, glaube ich, nicht auf dem Desktop zu finden oder nicht auf dem Desktop-Ordner. Man kann auch hier diese Option einschalten, um in den Ordner reinzuschauen. Das macht, glaube ich, beim persönlichen Ordner mehr Sinn. Und dann kann man hier einfach rumnavigieren. Wenn ich auf Bilder gehe, wird mir der Inhalt von Bilder angezeigt. Da ist aber nichts drin. Wenn ich auf Videos gehe, müsste mir jetzt hier der Podcast angezeigt werden, den ich gerade aufnehme. Und so könnte ich dann auch eine Schnellnavigation machen, was eine sehr nette Geschichte ist. Ja, ansonsten gibt es hier die Möglichkeit Benachrichtigungen. Das finde ich gut, dass das mit gespeichert wird, wenn ich Miniprogramme gelöscht habe, dass man das zurücknehmen kann. Und es wird angezeigt, vor wie viele Sekunden mir das angezeigt wurde oder vor wie viele Sekunden ich das im Grunde genommen eingestellt habe. Ich war überrascht, dass OpenSUSE standardmäßig hier auf Kicker setzt als Menü, als Hauptmenü. Finde ich jetzt nicht schlecht unbedingt, aber war doch überrascht, weil sie ja sonst immer eigentlich das Kickoff-Menü eingesetzt haben und ja auch einer der maßgeblichen Erfinder des Kickoffs-Menüs sind. Man kann es natürlich auch wechseln. Mir gefällt das Kickoff-Menü persönlich ein bisschen was besser. Deshalb mache ich das jetzt hier mal und gehe dann auf den Anwendungsstarter. Und dann habe ich eben mein Kickoff-Menü und habe dann dort die Möglichkeit, Programme zu starten, so wie ich das bei dem alten Plasma 4 auch hatte. Ja, das, was ich sehr gerne machen möchte, ist natürlich das, was ihr wahrscheinlich auch sehr gerne macht, ist hier schon vorinstalliert teilweise auch, das ist Musik hören, Fotos anschauen und Videos angucken. Gerade für Musik und Videos bräuchte es meistens auch einen Codec, den man sich nachinstallieren muss, der bei OpenSUSE Leap auch nicht ausgeliefert wird, standardmäßig. Ich öffne erst einmal den Firefox und gucke mal, was man dort alles machen kann. Schön, dass es hier auch eine extra spezielle OpenSUSE Suchmaschinen-Einstellung gibt als Standard mit einer hübschen, netten Animation, wo man dann Sachen einstellen kann. Und nein, ich möchte Firefox jetzt oder Mozilla keine Reports senden. So, es gab oder es gibt doch diese, müsste ich mal suchen, OpenSUSE Community Webseite, wo man Anleitungen bekommt, wie man Codecs und so weiter installiert, opensusecommunity.org, und da hat man halt eben die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich habe ein KDE oder ich habe eine GNOME-Installation von OpenSUSE und dann werden mir alle Codecs, MP3s, DVD, DivX und so weiter installiert mit einem One-Click-Installer, was eine sehr nette Geschichte ist. Das möchte ich mal machen, klicke hier einfach drauf, habt ihr ja die KDE-Version oder die KDE-Plasma-Version, sag okay, das wird mit dem One-Click-Installer geöffnet, dann öffnet sich auch schon das Just2 und bindet mir dann
alle möglichen Quellen ein, damit ich die Multimedia-Codecs installieren kann. Dazu werden hier, wie man sieht, die Pac-Man-Quelle und die LibDVD-CSS-Quelle eingebunden. Ich habe auch hier noch ein Laufwerk, das ist also gut. Ein DVD-Laufwerk, wenn ich also noch DVDs angucken möchte, kann ich das machen. Die Software, die installiert wird, ist FFmpeg und die GStreamer-Plugins. Da sehen wir Bad, LibAV, Ugly, Ugly Orange Add-on. K3B Codex, Lame und LibDVD CSS 2. Das möchte ich jetzt wirklich machen. Habe alles überprüft, muss jetzt hier mein Passwort eingeben und dann werden mir schon alle Codex installiert. Ihr seht, das ist sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe jetzt persönlich auch gar nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich eine Videodatei einfach versuche, so abzuspielen, die jetzt keinen, wo der Codec nicht für installiert ist. Also ob da eine Eingabeaufforderung kommt, Codecs nachzuinstallieren, weiß ich gar nicht. Oder ob es sich einfach verweigert, irgendwie was zu installieren. So, jetzt sehen wir hier, dass es da anscheinend Konflikte gibt, beziehungsweise Anbieter gewechselt werden müssen. Das sind Warnungen, wie man hier sieht, anhand des Ausrufezeichens. Das ist keine Fehlermeldung. Fehlermeldungen werden rot, gelb, gelbes Schild heißt Warnung. Das heißt, hier wird der Anbieter gewechselt auf die Pac-Man-Quelle. Das macht Sinn für die zwei Sachen und da stimme ich dem Ganzen zu. Klicke dann auf Übernehmen und dann sehen wir alle Pakete, die dann auch noch zusätzlich als Abhängigkeiten zum Beispiel zu den GStreamer Bad Geschichten dann dazu genommen werden müssen. Die werden hier dann auch nochmal angezeigt und ich bin mir relativ sicher, wenn man das installiert hat, ihr seht hier auch sogar lib x265, dann hat man wirklich alle möglichen Codecs, die man braucht, um alle möglichen Audio- und Videodateien auch abspielen zu können. Und das dauert jetzt ein paar Sekunden und ich glaube, das ist das Erste, was man so macht, wenn man sich so ein OpenSUSE installiert und eventuell dann auch mal MP3s oder H.264 Videos anschauen möchte. Und wir können das gleich dann auch nochmal überprüfen. Ich gehe mal in den Dateimanager, können das natürlich auf einem anderen Desktop fortsetzen, wenn wir den wollen, den hier zum Beispiel. Und dort mal einen Ordner hoch. Dort habe ich, glaube ich, hier irgendwo auch Videos. Und wahrscheinlich Copyright-Videos, das ist nicht so schön. Aber wir können die ja mal kurz anspielen. Eins der Videos, das ich mir von YouTube gesaugt habe vorher. Können wir ja dann mal anspielen, wenn wir den Codec-Support installiert haben, um zu testen, ob das wirklich funktioniert. So, das ist die eine Sache, die man machen möchte oder die ich zumindest mache, wenn ich, also Multimedia-Support ist mir ganz wichtig. Ansonsten ist es eigentlich schon sehr gut eingerichtet. Also ich habe hier alles so eingerichtet, wie ich das eigentlich auch haben möchte. Das, was mir noch fehlt, was ich gerne habe, ist noch eine Tastenkombination, die ich einrichten möchte. Wir sehen hier übrigens auch, dass das Just mit eingebunden ist, auch in die Systemeinstellungen von Plasma, was sehr nett ist. Jetzt müsste ich suchen, wo sind die? Die Möglichkeit, die Shortcuts zu ändern oder die Hotkeys zu ändern, weil ich sehr gerne auch das Terminal mal per Kurzbefehle öffnen, hier Kurzbefehle öffnen möchte. Da tue ich immer einen neuen globalen Kurzbefehl hinzufügen. Und das ist in dem Fall Terminal, nenne ich das Ganze mal. Das soll natürlich aktiv sein und Terminal öffnen, das Kommentar, der Auslöser, Steuerung Alt T, die Aktion, die ausgeführt wird, ist dann ganz einfach Konsole öffnen, anwenden klicken. Jetzt können wir es mal ausprobieren. Müssen das nochmal aktivieren, so, anwenden. Ausprobieren und da ist das Terminal dann auch schon geöffnet. So, das also auch eine Möglichkeit, wenn ihr das machen möchtet, bestimmte Terminalbefehle, bestimmte Hotkeys einrichten für bestimmte Programme zum Öffnen, dann könnt ihr das hier drin machen. Das ist so eine Sache, die ich mache. Starten und beenden, hier schaue ich auch immer gern vorbei, um bestimmte Programme starten zu können, beziehungsweise zu gucken, was denn da alles läuft, gerade in Hintergrunddiensten. Was ich zum Beispiel nicht brauche, ist Bluetooth-Support, weil ich Bluetooth auf dem Laptop gar nicht benutze, deshalb schalte ich das auch aus. Ansonsten schaue ich immer noch gerne, was es hier so gibt. Ihr seht, hier gibt es einige
Dämonen, also einige Service, einige Dienste wie K-Mix zum Beispiel, was startet, die Plasma-Suche, die kann man auch, glaube ich, ausschalten. Die brauche ich hier jetzt für meine Testzwecke nicht. Aber die ist hier gar nicht drin, so wie ich das sehe. Das sind also die Sachen. Ansonsten kann man hier natürlich noch die Sitzung einstellen. Die vorherige Sitzung wiederherstellen ist standardmäßig eingestellt. Das mag ich auch, dass ich dann, wenn ich den Rechner mal zuklappe oder mal wirklich ausschalte und die Programme nicht alle einzeln geschlossen habe, dass mir dann beim nächsten Mal auch wieder erscheinen. Ansonsten habe ich hier noch den Anmeldebildschirm, den ich ändern kann, wenn mir nicht gefällt. Aber der Standard-Anmeldebildschirm tut schon das, was er soll. Die Suche kann man hier einrichten. Einmal die Plasmasuche selber, wenn man bestimmte Sachen zum Beispiel nicht haben möchte, oder man kann die Dateisuche ausschalten. Und ich habe jetzt die Dateisuche ist jetzt an, kann man jetzt mal anlassen. Ist nicht sehr viel hier drauf auf dem Rechner, deshalb ist das kein Problem. So, die Codecs sind jetzt mittlerweile installiert, wie ich hier sehe. Installation war erfolgreich, das heißt, das habe ich dann schon mal hinter mir gebracht. Gehen wir mal auf die Videos wieder und versuchen wir mal einfach hier ein Video abzuspielen. Standardmäßig wird das Video im Dragon Player geöffnet. Und wie ihr seht, funktioniert es auch im Vollbild. Keinerlei Problem. Das funktioniert. MKV-Datei müsste auch im Dragon Player geöffnet werden. So, dann seht ihr, das hat auch funktioniert. Also keinerlei Probleme, was das angeht. Ja, interessant finde ich, dass es hier einige im Home-Verzeichnis einige Ordner gibt, die man normalerweise nicht so findet, wie zum Beispiel Audiobooks, also Hörbücher und Podcasts. Als Verzeichnis zum Beispiel, das bin ich eigentlich nicht gewohnt, sondern nur eigentlich Dokumente, Desktop, Downloads. Das andere ist, dass das alles auf Englisch gehalten ist. Hat mich ein bisschen verwundert. Da gibt es einen kleinen Trick. Also warte, das ist ja gar nicht mein, sorry, das ist gar nicht mein persönlicher Ordner. Das ist mein persönlicher Ordner. Da ist auch alles auf Deutsch und da haben wir auch keinen Podcast oder anderem Kram. Da habe ich mich vertan. Das war die andere Distro, egal. Passiert halt. Das hier ist der Dolphin in der Version KF5, also die Version 15.08.2. Und der funktioniert recht gut. Wir haben die Möglichkeit, direkt hier ein Terminal zu öffnen. Das ist standardmäßig hier aktiv drinnen. Das hat OpenSUSE nicht nur in ihrer Plasma-Version, sondern auch in der GNOME-Variante mit drin. Oder man kann es natürlich mit F4 intern öffnen oder mit Umschalt F4 dann auch öffnen, was sehr nett ist. Und der wechselt dann direkt in den Ordner, wo ich gerade bin. Also hier Vorlagen zum Beispiel. Ja, ansonsten können wir nochmal schauen, wie installieren wir Updates, wie installieren wir Software. Das ist auch immer so eine Sache. Da hatte OpenSUSE in der Vergangenheit ja Apper mit an Bord. Ich kann ja mal hier suchen. Apper gibt es nicht mehr. Es wird mir hier nur Snapper vorgestellt. Das ist das Tool, um Schnappschüsse zu speichern auf ButterFS als Dateisystem. Ich habe das übrigens nicht ausgewählt, das ButterFS, sondern habe hier auf ext4 ganz normal installiert, weil die Partition ein bisschen was kleiner ist und ich nicht möchte, dass das mit Snapshots vollläuft dann. Ja, Software nachinstallieren. Ich habe der Videoplayer, ja, Dragon, der funktioniert recht ordentlich, aber ich habe gerne den VLC als Videoplayer oder noch besser Bomi. Das ist auch ein sehr netter Videoplayer und will den jetzt mal in der Softwareverwaltung einfach nachinstallieren. Da muss ich jetzt mal schauen, wo ist denn hier Software zu installieren. Ich suche einfach mal nach Software und dann gibt es halt Software installieren, löschen. Wenn man das anklickt, öffnet sich auch schon Just2 und hat man die Möglichkeit, dann einfach Software zu installieren. Also Apper ist jetzt weg. So eine einfache Art Software Center ist jetzt nicht enthalten in OpenSUSE, sondern das wird jetzt alles über Just geregelt. Ist aus meiner Sicht ja vertretbar, weil vorher gab es halt immer diese Doppeldeutigkeit. Apper, das zum Updaten genutzt werden konnte, das gleichzeitig als Software Center
gedient hat und dann Just2, das auch nochmal für Updates zuständig war und das auch als Paketmanager da ist. Jetzt hat man eben nur den Paketmanager, weil ein Software Center, das ist es auf jeden Fall nicht, das Just2-Tool, einfach nur ein Paketmanager, wo man dann nach Software suchen kann. VLC möchte ich gerne nachinstallieren. Ich habe schon die Pacman-Quelle drin. Ich kann ja mal schauen bei Versionen. Da wird dann automatisch auch die Pacman-Quelle dann genutzt. Version 2.2.1 würde installiert werden. Ich habe auch die Möglichkeit, eine Beta-Version zu installieren. Das ist die Version 3.0. Ich vermute sehr stark, wenn ich die installieren möchte, dann wird mir der VLC mit der Qt5-Oberfläche auch installiert. Aber ich möchte es hier sehr stabil halten. Ist ja ein OpenSUSE-Lib und da soll es ja sehr stabil laufen und da soll nicht sehr viel herum experimentiert werden und auch nicht Rolling Release gemacht werden, Rolling Bleeding Edge mäßig das Ganze funktionieren, wenn denn dazu ist im Grunde genommen dann auch OpenSUSE Tumbleweed zuständig. So, jetzt wird VLC installiert. Wir können dann nochmal schauen, was es hier auf der OpenSUSE Community.org Webseite gibt. Nvidia Grafikkartentreiber lassen sich hier nachinstallieren für die verschiedenen GeForce Serien. In meinem Fall habe ich zwar auch eine GeForce, aber ihr seht, das läuft alles fluffig und flüssig und ohne großartige Probleme. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier bei diesem Treiber bleiben. Ansonsten gibt es ja noch die Catalyst FGLRX Treiber für 64 und 32 Bit, wobei man beachten muss, dass natürlich, wenn ihr OpenSUSE Lib verwendet, nur eine 64-Bit-Version funktionieren wird, weil OpenSUSE Lib nur in einer 64-Bit-Version erschienen ist. Ja, wenn ihr Fragen habt, was Kernel oder sowas angeht, können wir mal jetzt unsere Tastenkombination ausprobieren hier und mal am Kernel gucken. Das ist ein 4.1.12er Kernel, den man hier hat und ich glaube, da gibt es auch momentan keinen neueren Kernel. So, wechseln wir mal wieder zur Oberfläche. Da sehen wir haben die Pakete installiert, die ich installiert haben wollte. Da sieht man nochmal die Pakete, die installiert worden sind. VLC halt eben. Und ja, wir können mal fortfahren anklicken, wenn man andere Pakete sucht. Ich weiß gar nicht, ob Bomi installiert ist. Bomi ist nicht installiert, müsste man aus anderen Quellen beziehen. Da finde ich das sehr gut, dass es den OpenSUSE Build Service gibt. Da kann man nämlich einfach softwareopensuse.org eingeben. Ist sogar hier schon voreingestellt im Firefox die Adresse und nach einer kurzen Gedenkzeit sollte er eben auch nicht nur den Download-Link für OpenSUSE Lib anzeigen hier zum Runterladen des DVD-Images, sondern auch die Paketsuche und dort kann man dann mal nach Bomi suchen und dann werden wir auch schnell fündig, denn er wurde nicht gefunden. Ja, das ist interessant, den hatte ich aber vorher gefunden gehabt. Dann suchen wir mal nach MPV, auch ein beliebter Media-Player, und da sehen wir eben, ist hier der MPV zu finden. Und man kann den für Lib dann direkt runterladen und installieren. Wir können uns andere Versionen auch anzeigen lassen. Und ihr seht, das ist jetzt in dem Fall sogar eine offizielle Variante. Und ihr seht auch, es gibt sogar für Fedora 22 eine Version, die ihr hier runterladen könnt. Was mich interessiert ist, dass Bomi wirklich nicht mehr da ist. Also ich habe es schon mal ausprobiert gehabt vor ein paar Wochen. Da war das noch hier. Das war eine Beta-Version von Lib. Da war das noch hier. Jetzt ist es anscheinend verschwunden. Vielleicht ist es noch nicht für Lib freigegeben worden, nur für die älteren OpenSUSE-Versionen oder nur für Tumbleweed verfügbar. Ansonsten kann man ja mal gucken. Okay, verstanden. Kann man ja mal gucken, ob es Bomi für OpenSUSE irgendwo gibt. Auf der Bomi-Projektseite gibt es die Downloads. Und da finden wir auch SUSE und da sehen wir, das ist bei Pacman drin. Interessant, dann hat also Pacman das noch nicht für die Variante für Lib gebaut. Ihr seht es hier, sind die OpenSUSE Factory, Tumbleweed und 13.2er Version drin, aber für Lib ist Bomi noch nicht gebaut worden. Das ist also das, weshalb ich das nicht gefunden habe. Wahrscheinlich auch deshalb ist es aus Software OpenSUSE.org rausgeflogen. Nun ja, das also dazu. Schauen wir uns nochmal hier den Paketmanager an. Da gibt es natürlich die Möglichkeit auch nach Gruppen zu suchen. Also so ein bisschen stöbern ist also möglich. Wenn ich also nach Spielen suche, kann ich hier Games anklicken und sehe dann verschiedene Spiele.
und kann mir dann mein Lieblingsspiel einfach nachinstallieren, wenn ich denn möchte. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, hier das Ganze auch nochmal nach Action, nach Strategiespielen, nach Lerntools und so weiter zu unterteilen. Dann gibt es natürlich noch Anwendungen, Multimedia könnte ich mir anzeigen lassen, nach Programmiersprachen und also nach verschiedenen Gruppierungen und Kategorien kann man hier dann auch nach Software, ja, stöbern in Anführungszeichen, aber insgesamt ist es halt dann doch kein richtiges Software-Center, also einfach wirklich nur ein Paketmanager und mehr auch nicht. Aktualisierungen kann man, glaube ich, in dem Paketmanager jetzt nicht hier durchführen, doch Online-Aktualisierungen kann man konfigurieren. Gucken wir mal, was dann passiert. Da muss also das hier installiert werden, das Just2 Online Update Configuration Center. Dann wollen wir das mal machen. Und dann kann man hier sagen, dass man zum Beispiel eine automatische Online-Aktualisierung haben möchte, wo wöchentlich Sachen dann heruntergeladen werden. Und das kann man also machen, wenn man möchte. Das möchte ich jetzt nicht, ich möchte das eher manuell machen. Es gibt dazu auch hier ein Software-Updates-Tool. Mal reinschauen. Das ist einfach nur ein Plasma-Widget, was eben nach Software-Aktualisierungen sucht. Und dann eben, da müssen wir, glaube ich, das hier checken, damit er da auch nochmal bei einer mobilen Verbindung überprüft und dann sagte, dass das nicht aktuell ist. Ich weiß nicht, warum, das Netzwerk ist eigentlich aktiv, haben wir gesehen. Auf jeden Fall hier lässt sich dann, lassen sich halt eben auch Updates überprüfen, die würden auch hier angezeigt werden, falls es Updates gibt. Ansonsten geht das Ganze natürlich auch wieder über Just. Wenn wir Just aufrufen, dann haben wir dort natürlich die üblichen Einstellungsmöglichkeiten, die man von OpenSUSE her gewohnt ist. Und dort gibt es halt eben auch die Online-Aktualisierung. Und das ist halt so das Haupttool, wenn man manuell was aktualisieren möchte. Ansonsten macht man das wirklich über dieses Icon dort. Und das lädt dann kurz und dann sehen wir, haben wir doch schon einige Aktualisierungen, die es hier gibt. Sicherheits- und weitere empfohlene Aktualisierungen, dazu gehören auch ein paar GTK und GNOME Keyring-Geschichten. Da klicken wir dann einfach mal, oh, okay, auf Übernehmen. Dann gibt es noch ein paar, Java wird zum Beispiel nachinstalliert. Das ist also auch jetzt drinnen, dass das Java nachinstalliert wird. Das, was interessant ist, ich bin mir nicht sicher, ob Java hier standardmäßig mit drin ist. Ich glaube nicht, sondern es wird über den Update Manager automatisch gezogen, je nachdem, welche Region man ist. Das war ja damals auch schon der Fall bei OpenSUSE eigentlich immer seit ja schon einigen Versionen, dass wenn man das erste Online-Update macht, dann wird anhand der Lokalisierung dann auch ausgewählt, automatisch bestimmte Sachen installiert. Beispielsweise war es in der Vergangenheit immer so, dass neben Java auch Adobe Flash Player mit installiert worden ist. Das ist jetzt erfreulicherweise hier nicht mehr der Fall, so dass wenn man ein erstes Update fährt und dann einfach mal weiterklickt und nicht wirklich durchliest, man auch nicht so eine große Sicherheitslücke wie den Flash Player auf den Rechner bekommt. Das ist also eine vernünftige Entscheidung. Wie ich hier über Java denke, das möchte ich jetzt mich hier nicht zu äußern. Das wäre dann vielleicht ein bisschen was zu früh für solche Schimpfwörter, aber es ist zumindest gut, dass es eine einheitliche Update-Funktion jetzt gibt, die man über Just aufrufen kann und kein Kuddelmuddel mehr gibt mit Apper und Co. Ja, ansonsten zu Just selber, hier gibt es also die Übersicht immer noch, wie man das so kennt und man kann eine ganze Menge einrichten. Was Neues ist mir nicht aufgefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es Just 2 deutlich schneller läuft, als das vorher der Fall war. Ansonsten gibt es alle Einstellungsmöglichkeiten, wie man sie auch vorher schon kennt. Mich persönlich interessiert oder begeistert dieser Partitionierer am meisten, weil man da wirklich also wirklich, das ist einer der besten Partitionsprogramme, die es so gibt, was ich mir sehr, sehr gerne wünschen würde, dass das irgendwie portiert wird auf andere Distributionen zum Benutzen für eben die Partitionierung. Der Grund ist ganz einfach, weil damit kann man alles machen und das alles schön grafisch, ohne großartige Probleme, kann man alles einstellen, was man so in einem Partitionierungsprogramm wirklich braucht und das hat man sonst, glaube ich, in keinem anderen Programm habe ich das bisher so gesehen, zumindest. Hier kriegen wir erst einmal alle Partitionen aufgelistet, die wir haben. Wir können das nach Festplatten auflisten lassen.
Dann sehen wir uns zum Beispiel die Aufteilung der Partitionen der Festplatte. Ihr seht, ich habe auch ein paar BATFS-Partitionen. Könnte die dann bearbeiten, könnte die einbinden, könnte die Behandlung der Subvolumes einstellen. Da werden mir schon alle Subvolumes angezeigt, die es auf dem Medium gibt. Und ich könnte dann neues Subvolume hinzufügen, entfernen und so weiter und so fort. Könnte direkt mein ganzes OpenSUSE-System nur in ein spezielles Subvolume hinein installieren, wenn ich denn möchte. Und dann zum Beispiel OpenSUSE Leap in einem Subvolume auf ButterFS laufen lassen und OpenSUSE Tumbleweed auf dem gleichen ButterFS in einem anderen Subvolume laufen lassen. Eine sehr schöne Sache. Außerdem kann ich hier direkt das RAID-System einstellen. Also wenn ich ein RAID konfigurieren möchte, geht das hier sofort out of the box im Partitionsmanager. Auch die Volumenverwaltung, wenn ich also LVM damit arbeiten möchte, kann ich hier machen. Verschlüsselte Dateien anlegen, verschlüsselte Dateien hinzufügen. Eine Loop-Datei hinzufügen beispielsweise. Wenn ich eine verschlüsselte Datei irgendwo habe, kann ich das hier anlegen und erstellen. Mit dem Device Mapper könnte ich zum Beispiel dann sehen, wenn jetzt irgendwie hier was gemappt ist per LVM oder per RAID-Systeme. Ich habe die Möglichkeit, NFS-Einhängepunkte auszuwählen. Die kann ich dann hier auswählen. Die werden bei jedem Starten des Systems dann, sobald das Netzwerk verfügbar ist, dann auch wirklich eingebunden, sodass ich zum Beispiel dann auch von meinem Home-Verzeichnis oder bestimmte Konfigurationen aus dem Netzwerk laden könnte in meinem Home-Verzeichnis. ButterFS ist nochmal gesondert ausgeführt, weil ich dort die Möglichkeit habe, wirklich dann alles nochmal gesondert hier einzustellen für ButterFS. TempFS ist sogar aufgelistet, wo ich dann die Möglichkeit habe, weitere TempFS, also RAM-Laufwerke, einzurichten und unbenutzte Geräte einzurichten, also die, die nicht eingebunden sind momentan. Das sind jetzt zwei Partitionen, SDA1 und SDA2, SDA5, die sind momentan überhaupt nicht eingebunden, das heißt, ich habe keine Möglichkeit, die einzubinden. Ich könnte die dann bearbeiten mit einem Doppelklick. Springt das dann automatisch dahin, könnte dann hier bearbeiten machen und könnte sagen, die Partition immer an dem und dem Mountpunkt einhängen, um die dann schon beim Starten direkt zur Verfügung zu haben. Ich kann mir den Gerätegrafen anzeigen lassen. Das ist auch jetzt eine nette Spielerei. Ihr seht, das macht jetzt bei einer Partition, bei einer Festplatte keinen großen Sinn. Aber wenn ihr wirklich mit mehreren Partitionen arbeitet, wenn ihr mit mehreren Festplatten arbeitet und dann mal so eine Übersicht zu haben, was habe ich denn wo und wie ist das konfiguriert, dann macht das durchaus schon Sinn, das so mal auch darzustellen. Den Einhängegrafen kann ich mir auch anzeigen lassen. Das sind jetzt die momentan eingehangenen Partitionen. Installationszusammenfassung wäre jetzt hier möglich, das ist eher gedacht für die Installation selber, aber auch Einstellungsmöglichkeiten gibt es ja auch, wo ich ganz genau einstellen kann, wie sollen meine Festplatten in der etc/fs-tab eingebunden werden, was ist das Standard-Dateisystem, was genutzt werden soll auf dem System. Da kann ich zum Beispiel sagen, was sichtbar sein soll über die Speichergeräte, das Label, die Zylinderinformation, UUID, die Verschlüsselung, belegt von, eingehangen durch. Alles lässt sich hier wunderbar einstellen und ich habe, und das ist auch sehr schön, zumindest wenn ich das Tool hier benutze, ein Protokoll, wo jetzt in dem Fall keins drin ist, aber wo ich dann die Möglichkeit habe zu sehen, wenn was schief läuft beim Formatieren oder beim Einrichten einer Festplatte. Das ist also sehr schön, alles hier in diesem Partitionsmanager von Just mit drin. Das also mein kleiner Blick auf OpenSUSE 42.1 Leap. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch positiv überrascht, dass das so gut läuft. Mir hat es nicht ganz gefallen, dass man sich wirklich ein 4 GB großes Image runterladen muss. Da hätte mir so ein Live-Medium dann doch gefallen. Aber ansonsten geht die Installation recht flott vonstatten. Man muss nicht mehr durch diese Zwei-Schritt-Installation, also einmal erstmal wird alles installiert und dann wird neu gestartet, dann kommt wieder der Installationsmanager, da muss man wieder was konfigurieren, sondern das ist alles in einem Ruck durchkonfiguriert und dann durchinstalliert und dann fährt man hoch und hat man dann sein System schon direkt dabei. Sehr schön finde ich wirklich Just, das hat wirklich super Einstellungsmöglichkeiten, Sicherheitscenter beispielsweise und Systemhärtung, sehr wichtig für die Leute, die darauf, die vielleicht auf den nächsten Chaos Communication Kongress fahren wollen und ihr System vorher mal ein bisschen was absichern wollen. Zumindest die Grundlagen werden dann hier auch schön in einem Assistenten, einem gezeigt, was man dort alles einrichten kann, um das System ein bisschen was sicher zu machen. Also insgesamt ist das OpenSUSE-System wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut
ausgestattet und gerade das mächtigste Tool Just weiß immer noch zu begeistern, auch wenn es hier und da mal ein bisschen was langsamer ist, als man das so gewohnt ist von anderen Systemen, ist das durchaus immer noch ein sehr, sehr gutes System, was einem ermöglicht, dann Sachen auf dem Rechner zu konfigurieren, ohne dass man wirklich großartig viel Konsolenwissen haben muss. Insgesamt gefällt mir diese Version. Ich hatte auch bisher keine Probleme, was irgendwie das Surfen oder das Browsen angeht auf dem Rechner hier. Auch Grafikprobleme, seht ihr, das läuft alles schön flüssig, ohne großartige Probleme. Da ist mir also nichts aufgefallen. Insgesamt ist es also eine schöne Linux-Distribution OpenSUSE Leap 42.1. Ich habe jetzt hier die KDE Plasma-Version getestet. Die GNOME-Variante kommt mit GNOME 3.18 daher und wird sicherlich genauso gut sein. Genauso wie auch, und das muss man auch wieder betonen, es gibt wirklich eine richtige, ordentliche Pflege von XFCE und LXDE und auch kleinen Fenstermanagern, ISOEM und Fluxbox und OpenBox und wie sie alle heißen. Die sind alle vernünftig vorkonfiguriert bei OpenSUSE und teilweise nicht nur mit einem Wallpaper, sondern auch mit einer vernünftigen Konfiguration voreingestellt, sodass man das dann auch wunderbar direkt benutzen kann. Sehr, sehr schön finde ich zum Beispiel, wenn ich Awesome nachinstalliere, habe ich direkt ein eigenes Awesome grünes Theme von OpenSUSE mit dabei, was einfach richtig geil aussieht auch und was richtig schön vorkonfiguriert daherkommt. Das also mein kleiner Blick auf OpenSUSE 42.1 Leap. Falls ihr das ausprobiert habt, falls ihr Kommentare hinterlassen wollt, eure Feedback dazu geben wollt, vielleicht habe ich auch irgendwie was vergessen, was ein super geniales Feature ist, was ich vielleicht gar nicht gewusst habe und deshalb auch hier nicht vorgestellt habe, was aber unbedingt die Leute wissen sollen, dann einfach im Kommentarbereich hineinposten. Das war es dann auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dabei. Probiert OpenSUSE Leap 42.1 aus, falls ihr noch irgendwo einen Rechner stehen habt und das mal installieren wollt. Ich weiß, 4 GB runterladen, das kann man nicht eben mal so ausprobieren und leider gibt es auch keinen Live-Modus oder sowas, sondern man muss wirklich installieren und ausprobieren. Es gibt aber die Möglichkeit, und das ist sehr schön, das hat OpenSUSE immer gut gemacht, sie haben, glaube ich, auch schon immer standardmäßig die VirtualBox-Treiber, die sie dann mit installieren, sodass ihr dann, oder die ihr mit installieren könnt, sodass ihr dann auch direkt nach der Installation dann nicht irgendwie welche Treiber nachinstallieren wollt, wenn ihr das in einer virtuellen Maschine ausprobieren wollt. Ja, das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show. So, jetzt muss ich rausfinden, wie man hier die Aufnahme stoppt. Ich denke mal pausieren oder Steuerung und R drücken.